Moin Leute, Kerem Elber ist mein Name, Gorilla-Botschafter. Und ich mache bei der Balance-Kampagne für Gorilla gerne mit und habe mir das Thema Mobbing ausgesucht. Warum Mobbing? Es ist genau mein Thema. Zum einen bin ich Kinder- und Jugendcoach und zum anderen bin ich mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen und am Anfang konnte ich gar kein Deutsch sprechen. Ich bin sehr gemobbt und ausgegrenzt worden, weil ich die deutsche Sprache nicht konnte. Und ich habe daraus aber eine Stärke entwickelt. Wie ihr merkt, spreche ich ganz gut Deutsch. Also war das für mich nicht ganz so schlimm. Ich sage jetzt mal, mit einer Mobbing-Situation in dieser Zeit umzugehen. Aber das geht ja nicht allen so. Es gibt welche, die nehmen sich das sehr zu Herzen und sind dann sehr gekränkt, wenn andere Leute gemein mit ihnen umgehen, fiese Sache sagen und nehmen das zu sehr persönlich. Und deswegen bekommt ihr jetzt von mir eine Mobbing-Impfung. Hä? Du denkst dir vielleicht eine Mobbing-Impfung? Wie geht das denn? Weil ich kann es dir ganz einfach erklären. Mobbing fängt im Kopf an und hört auch hier auf. Es ist ganz einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Ich bringe dir jetzt mal ein Beispiel. In unserer normalen Welt, ja, also ich nehme jetzt mal irgendetwas und habe hier als Beispiel einen Tee drin, deinen Lieblingstee, und biete ihn dir an, als guter Freund. Würdest du wahrscheinlich annehmen und den trinken, ne? So. Jetzt haben wir ein anderes Beispiel. Ich würde zum Beispiel mich jetzt umdrehen und einen Hundehaufen in der Hand haben und würde zu dir gehen und sagen, willst du den? Würdest du diesen Hundehaufen anpacken oder nicht? Vermutlich nicht. Und beim Mobbing ist das so, dass es sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, du kannst die schönen Dinge, die dir gesagt werden, als ein Geschenk sehen. Ja? Jemand schenkt dir etwas. Ja? Wie zum Beispiel den Tee. Einen schönen Tee schenkt dir jemand. Und wenn dir jemand was Gemeines sagt, dich verletzen will und dich einfach ausgrenzen will als Beispiel, kannst du das als ein Hundehaufen sehen. Ja? Jetzt ist es aber dir überlassen, ob du diesen Hundehaufen, also die schlechten Dinge, ob du diese annimmst oder nicht. In der echten Welt sagen wir natürlich, nein, bleib weg damit. Ich nehme das doch nicht in meine Hand und mache das dreckig. So, aber wenn jemand öfters jemand anderen mobbt und sagt, hey, du bist so und sagt richtig gemeine Sachen, dann nehmen wir sie oftmals an. Aber es ist ja unsere Entscheidung, ob wir diese Sachen annehmen oder nicht. Also, es ist einfacher, als du denkst. Das heißt, wenn dich jemand mobbt und einfach grundlos gemein ist zu dir, dann hast du eine Wahl, die du treffen kannst, die am meisten Sinn macht, ist einfach, dich umzudrehen und dahin zu gehen, wo es schön ist im Leben. Ja? Geh zu Freunden, mit denen du dich gut verstehst. Ja? Oder lies ein Buch, was dir Spaß macht. Oder geh raus und mach Sport. Mach das, was dir Spaß macht. Aber befasse dich nicht mit Menschen, die einfach grundlos gemein zu dir sind. Weil wenn diese Menschen gemein zu dir sind und du springst drauf ein und du sagst dann, nee, ich bin nicht so und rechtfertigst dich, dann merken nämlich diese Menschen, ah, das funktioniert, was ich hier gerade mache, und machen dann immer weiter und weiter. Wenn sie aber merken, oh, das kommt nicht an, was ich gerade sage, dann probieren sie es zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, vielleicht ein fünftes Mal. Aber nach dem 6., 7., 8. und 9. und 10. Mal wird es so schwierig weiterzumachen. Deswegen, wenn dich jemand mobbt, dreh dich einfach um und hol dir die guten Dinge im Leben. In dem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung und falls du dich wieder ärgern lassen solltest, erinnere dich mal wieder dran, es ist deine Entscheidung, ob du dich ärgern lässt oder nicht.